In unserer Reihe Zukunft neu denken steht uns heute Franz Fieböck für unsere Fragen zur Verfügung. Lieber Franz, herzlichen Dank fürs Kommen. Du warst der erste Mensch Österreicher, der erste Österreicher, der im Weltraum war vor 26 Jahren, bist auch der einzige. Weltraumforschung war die Voraussetzung für das, was da damals passiert ist. Die läuft heute noch. Warum forscht der Mensch sozusagen an diesen Fragen und was hat er davon? Naja, im Zuge der Geschichte der Weltraumfahrt haben sich eine Vielzahl von medizinischen Forschungen ergeben, die höchst spannend sind, und daraus sind sehr viele Dinge entwickelt, die man kennt von früher, die Teflonpfanne und so weiter. Da gibt es mittlerweile in unserem täglichen Leben Dinge, die nicht mehr wegzudenken sind. Jeder kennt ein GPS, das geht alles mit Satelliten. Wettervorhersagen werden gemacht mit Hilfe von Satelliten. Die Kommunikation, Telekommunikation um den Erdball wird mit Satelliten gemacht. Also das sind Dinge, die sind einfach nicht mehr wegzudenken. Zusätzlich gibt es natürlich, abgesehen jetzt von der Forschung des Weltalls, selber, sehr viel relevante Dinge für den Menschen hier. Ich denke hier an die Medizin. Verschiedenste Gebiete von Pharmazie, wo im Weltall neue Materialien oder neue Medikamente produziert werden, wo hier die Schwerelosigkeit ausgenutzt werden. Da können spezielle Eiweißkristalle gezüchtet werden für spezielle Antibiotika etc. Oder ganz spannend, das war auch für uns interessant, es gibt ein Problem im Weltall, und zwar die Entmineralisierung der Knochen. Also dasselbe Problem, das die Menschen, speziell alte Menschen hier auf der Erde haben. Okay. Und ein Gegenmittel hat man herausgefunden, oben im Weltall, ist Training, körperliches Training, Muskeltraining. Und das hat man jetzt appliziert hier auf der Erde. Und daher kannst du deiner Oma oder Opa empfehlen, ins Fitnessstudio zu gehen und Muskeln um die Knochen zu stärken. Um genau. Die Knochen zu stärken. Also ja. Das sind so Themen, die kommen heraus. Und da gibt es Umweltschutz, verschiedenste Forschungsgebiete. Und alles hochspannend, die für mich, ich sage mal, sehr relevant sind. Aber ich persönlich will jetzt die Weltraumfahrt nicht argumentieren, sagen, weil da so viel Medizinforschung oder sowas gemacht wird, sondern ich glaube einfach, der Mensch hat in seinem Inneren den Drang nach der Forschung, was nach neuen Grenzen zu überschreiten und so weiter. Und das ist für mich eher so ein bisschen ein philosophischer Ansatz. Und deswegen, glaube ich, ist Weltraumfahrt sehr sinnvoll, dass da als Nebenprodukt sehr viele tolle Dinge rauskommen. Alles super, aber das ist für mich nicht das Hauptargument. Welche Länder sind denn in der Weltraumforschung weltweit zurzeit am stärksten? Wer steckt sozusagen am meisten Geld hinein? Und wie ist das organisiert? Privat, staatlich? Es gibt private Weltraumfahrt, kommerzielle als auch staatliche. Die Länder sind natürlich die großen, die auch Raketensysteme haben, wie China, Russland, Amerika, Indien ist auch dabei, Europa hat eine Rakete, Japan. Das sind also auch die wirtschaftlich starken Länder. Es spielen aber sehr viele andere Länder mit, unter anderem auch Österreich. Wir können uns keine eigene Rakete leisten, aber wir können in Nischen tätig sein, und das sind wir, und das ist immer sehr gut. Und da haben wir unseren Platz, wo wir durchaus Weltmeister sind. Und das ist, glaube ich, auch interessant, dabei zu sein. Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. Danke dir fürs Kommen. Danke.